So, ja, herzlich willkommen zurück zu dieser, wie man sieht, ohne Startscreen. Weil, ja, ich hatte gerade schon 10 Minuten aufgenommen, bis ich dann gemerkt habe, dass mein OBS gar nicht das Fenster aufnimmt. Warum auch immer. Vollbild. Er hatte erst. Ich starte ja normalerweise immer im Fenstermodus, ne, also so klein und gehe dann in Vollbild. Und das Fenster hat er noch aufgenommen, aber das Vollbild dann auf einmal nicht mehr. Jetzt muss ich dir natürlich erstmal hier wieder sagen: Mein Test, du sollst bitte mein Test aufnehmen. So. Voilà. Wenn ich jetzt wieder aus dem Vollbild rausgehe. Naja, nimmt er noch auf. In dem Modus habe ich gestartet, hat er aufgenommen. Wenn ich jetzt ins Vollbildmodus gehe, ja, jetzt hat das auch wieder. Er ist doch bekloppt. Dieses OBS. Na gut. Habt ihr die letzten 10 Minuten verpasst. Aber ich habe nichts anderes gemacht, als hier den Tunnel ein bisschen weiter runter zu graben. Da sind wir jetzt auf Lava-Niveau. Habe ich einfach ein bisschen gegraben. Bisschen gegraben. Bisschen graben. Dann kam ich da hinten irgendwann auf Lava. Die sieht man da auch ein bisschen. Habe ich an der Seite dran vorbeigegraben und die kam auch auf Lava. Und an der Stelle habe ich dann auch aufgehört. Weil ich dann mal auf mein OBS gelookt habe und gesehen habe, dass er gar nicht mein Test aufgefangen hat. Ach, dieses OBS. So sehr es ein Segen ist, so sehr ist es auch ein Fluch. Vor allem so dumme Sachen. Wieso erkennt auf einmal das Fenster nicht mehr? Obwohl es das gleiche Fenster ist, es geht nur in den Vollbildmodus. Aber wie gesagt, bei ATS und ETS haben wir es ja auch teilweise, dass das Fenster, obwohl es das gleiche Fenster ist, auf einmal nicht mehr erkennt als Fenster. Däh. Was ist los mit diesem OBS? Wer macht denn sowas? Gut, lange Rede, gar keinen Sinn. Wir haben, by the way, ja, jetzt weiß ich natürlich gar nicht mehr. Wartet mal kurz. Auf welchem Stand ihr eigentlich seid? Genau. Ihr wart noch auf dem Stand, wo wir hier unten die Mauer gebaut hatten. Also das da und das auch noch genau bei dem gleichen. Das heißt, ihr habt wirklich nichts verpasst, außer das bisschen weitergebaut da. Gut. Eine Katastrophe. So, wir wollen jetzt aber. Ne, das ist das, was ich hier gerade abgebaut habe unten. Ein bisschen Stein gefunden. Ein bisschen Eisen gefunden. Und ein ganz bisschen Kohle gefunden. Ne, das ist ja. Wir hatten ja noch irgendwie 10 Stück oder so übrig. Das heißt, es kam gerade mal 7 dazu. Also gefunden habe ich wirklich noch gar nichts. So. Aber meine Spitzhacke ist leer. Das heißt, ich brauche jetzt erstmal eine neue Spitzhacke. Ich habe natürlich eine 4 genommen. Ich leck mich doch am Arsch. So. Eigentlich haben wir Eisen ganz viel. Da können wir ganz viele Spitzhacken bauen. So. Und dann machen wir mal weiter hier. So, genau. Hier waren sonst gar nichts. Hier war nur die Lava. Und das Ding werden wir wahrscheinlich komplett fluten, weil wir nämlich jetzt hier das Ding weiter ausbauen.
Genau, das Eisen. Ich will die Eisen haben. Aha, da ist auch Lava. Okay. Das war jetzt so nicht geplant. Hey, raus. So, da. So, mal gucken, wie ich das am dümmsten das wegbaue. Ich brenne auch gar nicht. Zumindest gibt es keine Brennanimation. Fertig. So. Ich weiß aber noch gar nicht, was ich mir jetzt damit erhoffe, hier die ganze Lava frei zu buddeln. Was bringt mir das denn überhaupt? Außer die Gewissheit, dass da hinten überall Lava ist. Na gut, ich werde so wissen, wo die Lava genau lang geht und kann dementsprechend dann Okay, warte mal kurz. Also die Lava scheint sowieso nur bis. Ja, nee, eben. Die scheint wie auf mehreren Schichten zu sein, ne? Warte mal kurz. Wie viel Cobbles, wie viel Gravel habe ich? Ich habe gar kein Gravel. Das ist natürlich sehr gravelig. Dann versuchen wir es mal doch hier mit dem Stein. Indem ich nämlich jetzt einfach hier so hinbaue. Danke dafür. Verarschen kann ich mich selber. Ich hoffe dich. Erstmal hier warten, bis die Herzen aufgefüllt sind. Ne? Dieses Lava ist rückläufig. Warum auch immer. So wird ein Schuh draus. Perfekt. So, das heißt, ich habe jetzt schon mal den großen Lavafluss hier erstmal abgedingstert. So, und hier unten ist aber auch noch stehende Lava. Da wäre natürlich die Frage, ob ich die einfach so hier abklopfe und dann war es das damit. Und dann ist aber auch noch Lava. Okay. Das heißt, wir haben mehrere Lavabecken auf verschiedenen Höhen. Das ist sehr interessant. Oder alternativ kann es auch sein, dass das Lavabecken. Nee, ich dachte schon, dass das Lavabecken hier so rumgeht. Aber dem scheint es wohl auch nicht so zu sein. Ja, hier unten ist auch ein Lavabecken. Es sind also wirklich einfach verschiedene Höhen. Oh, das Kohle! An die Kohle komme ich nie im Leben ran. Wir werden alle sterben. Hopp. Ah, habe ich geschafft, doch. Bin ich King of the Force. So, damit haben wir hier jetzt drei verschiedene Lavabecken. Ist ja geil. Wow. Das macht die Sache natürlich sehr gefährlich. Ich versuche mal hier in die Richtung weiter zu graben. Mal gucken, was mich da so erwartet. Eisen zum Beispiel. Noch mehr Eisen zum Beispiel. Noch mehr Eisen. Oh, noch mehr Eisen, aber. Halt, ich höre die ganze Zeit hier irgendwo noch eine Höhle.
Da laufen die ganze Zeit irgendwelche Monster rum. Hallo? So, muss ich mal wieder zumachen. So ungefähr. Oh, das Wasser. Irgendein Creature genehmigt sich gerade ein Bad. Die Frage ist, finden wir jetzt auf der Höhe hier vermehrt Kohle oder nicht? Ich versuche mal über dem schwarzen Stein lang zu bauen, komme ich ein bisschen schneller voran. Guck mal, ob ich hier irgendwo. Was ich jetzt gerade mache, ist übrigens, by the way, gar nicht mal so clever. Also, weil wenn es hier irgendwie Lava kommt, kann ich. Ist mir der Fluchtweg abgeschnitten. Also nicht zu Hause nachmachen. Ja? Wenn ihr unter eurem Haus einen Tunnel graben wollt zur nächsten Bank, dann immer auf die Lava aufpassen. Hat schon viele Bankräuber das Leben gekostet. Denn wie wir alle wissen, unter jeder Bank ist ein seismisch aktiver Vulkan. Quasi als Teil des Sicherheitssystems. So, hier ist Erde. Das hat aber leider nichts zu bedeuten. Oh mein Gott, wir sind gerettet. Wobei es natürlich genau jetzt auch die Fischspitzhacke langsam ausgeht. Das war's schon. Schade eigentlich. Gut. So viel dazu. Ja, was wir uns mit der Lava machen, weiß ich noch gar nicht. So genau. Ich meine, viel Effektives können wir damit eh nicht anfangen. Aktuell ist halt bloß Lava, also. Pff. Ich meine, gut, können wir Obsidian haben. Pff, aber. Ich sehe, wir könnten ein Netherportal bauen. Ah. Aber ein Netherportal mit einer Steinspitzhacke abzubauen, Eisenspitzhacke abzubauen. Also nicht ein Netherportal, aber das Bettrock, was wir dafür brauchen, das würde halt wirklich Jahre dauern. Ich meine, andererseits, so viel brauchen wir davon nicht. Also, vielleicht wäre es doch gar keine so schlechte Idee. Wir schauen mal. Erstmal. Siehst du, oder wir versuchen, ob wir uns ein Netherportal gießen können. Wäre das eine Idee? Wobei ich doch erstmal gucken müsste, wie das nochmal geht, genau. Da muss ich mal gucken, wie sich Lava und Wasser zusammen verhalten. Wenn ich jetzt die Lava direkt neben Wasser platziere, also direkt daneben wird sowieso, glaube beides zu Stein, also wird Wasser verdampft, wird dann zu Stein und die Lava wird dann zu Obsidian, aber dann ist das Wasser halt auch weg. Jetzt wäre natürlich die Frage, was passiert, was erwartet?
Doch, das müsste eigentlich voll funktionieren. Wir bräuchten halt nur ein bisschen Wasser hier unten. Das heißt, ganz ehrlich, jetzt kostet sowieso gerade nichts. Dann packe ich mal dahin. Hat ja gut funktioniert. Ich klaue mir mal. Nee, ich mache mir mal. Nee, oh Gott, wie ziehen wir das jetzt auf? Für ein Portal. Brauchen wir erstmal Platz. Das ist mal das allererste. Jetzt die Frage, bauen wir das hier unten irgendwo oder bauen wir das bei uns in den Keller? Eigentlich wäre es im Keller sinnvollerer. Warum flackert da um die Decke? Haben die das Problem immer noch nicht behoben? So, das Schöne ist ja, wir haben ja hier halt massig Platz für sowas. Das heißt, hier passt doch ein Full-Size Rectifier. Was? Nein. Ne, so ein. Ein Höllentor halt. Ein Netherportal. Hin. Das wäre ja 4 mal 5 mal 8 mal 3 mal 2 mal 1 mal Bumm. Okay. Ich glaube, wir packen es hier hinten hin. So ein bisschen abseits von der Treppe oder hier. Hier wäre noch geiler. Ne, nicht so, sondern so. Doch, das wäre geil. Wir müssen das Ding aber in der Wand verankern. Das heißt, hier hinten da. Ich weiß nicht, ob wir das sinnvoll hinbekommen. Eieiei. Na gut, es wäre ja zwei breit. Das heißt, hier so mittig wäre schon günstiger. Dann müsste also der Stein weg, der Stein weg, der Stein weg und der Stein weg. Der wird quasi hier so in den Boden eingelassen. Dann müsste hier noch zweimal Cleanstone rein. Habe ich Cleanstone dabei? Ja, es gehört sogar genau zweimal. Ja, leck mich doch am Arsch. So und so. Jetzt muss hier Obsidian rein und dann müssen wir hier das Obsidian hochfüllen. Ob ich das hinbekomme, ist echt eine gute Frage. Da muss ich mal jedes Mal darunter rennen. Oh mein Gott. Das kann ja Jahre dauern, bis wir so fertig sind. So. Oh, das ist ein Blob, ein Blob, ein Blub. Ich dachte, bei so engen Gängen spawnt nichts. Obwohl, da ist ja dieser Weg, ne, zur Seite hin, das Ding hier. Vielleicht sollte man das Ding erstmal zumauern ein bisschen. Wobei, ist da viel zu flach. Brauchen die Monster nicht mindestens Dreier Höhe zum Spawnen oder so? Spannend, ob wir das da günstig hinbekommen. Wobei, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht, müssen die Ecken ausgefüllt sein bei dem Netherportal? Ich versuch mal. So müsste es ja, glaube ich, reichen, ne? Und dann jetzt hier quasi hoch. Aber erstmal muss ich das hier unten erstarren lassen. Und dafür brauche ich Wasser. Das heißt, ich werde die Ecke hier mal missbrauchen und hier mal unser Wasser lagern. Denn das werden wir öfters mal brauchen. Und es ist natürlich dunkel. Wenn wir schon da das Tor zum Mars öffnen, oder nee, das Höllentor auf dem Mars öffnen, dann sollten wir vorher auch gut ausgeschlafen sein. Damit wir die ganzen Imps und die ganzen Hell Knights alle umbringen können. Dam, dam, dam. Was eine schöne Melodie, um Leute umzubringen. Monster. Pardon. Bading, bang, boom. Jetzt habe ich so coolen Scheißzeug. Glibber. Nasenpopel. Hat man sogar schon einen. Okay. So. Müssen wir hier natürlich aufpassen, dass wir nicht reinfallen, ungünstig, irgendwann mal.
Ich mache das mal von hier oben. Ungefähr so. Und so. Jawohl. Nein, die Fackel. So, zwei Obsidian haben wir schon mal. Und jetzt müssen wir nämlich aus Dirt erstmal einen Rahmen bauen. Und da bin ich mir noch nicht genau sicher, wie wir das machen. Warum ist hier das Wasser? Halt, stopp. Ach so, ich muss das Wasser doch in die Ecke machen, damit ich einen Eimer habe. Nein, nein. Dort wird doch gar nicht. Schade, passt nicht. Yay. So, komm mit dir. Wir brauchen doch den Eimer für Lava. Ich meine, klar, ich könnte jetzt auch noch gleich 30 Eimer bauen, damit wir die mit Lava voll klatschen können. Aber später brauchen wir nie wieder 30 Eimer. Und da habe ich 30 Eimer irgendwo rumfliegen. Und da bin ich dann auch kein Fan von. Hallo? Außerdem ein bisschen Laufen macht Spaß. Ein bisschen Laufen. Kann wenigstens keiner sagen, dass ich voll rumsitze. So, wir haben noch 10 Minuten. Mal gucken, ob wir das in der kurzen Zeit schaffen. Natürlich, Feuerzeug haben wir auch schon. Also Flint oder sowas müssen wir nicht mehr suchen. Hallo? Hallo? Danke. So, müssen wir jetzt 3 hochbauen. Aber wenn wir denn 3 hochgebaut haben, müssen wir oben den Abschluss bauen. Es sollte eigentlich alles machbar sein. So, warum ist da eine Lücke? Achso, die kann zu. Perfekt. So, ich glaube mal, die Fackel mache ich mal lieber weiter hier oben hin. Wieso kann ich keine Fackel montieren? Hä? Langeweile. So, jetzt kommt der nächste. Achso, hab das schon wieder vergessen hier. Oh, das Wasser hier immer runterfließen muss. Ich glaube, ich werde da oben erstmal provisorisch eine Blockade hinmachen, damit das Wasser nicht so direkt hier reinfließen kann. So, da startet hier uns noch in einem ungünstigen Moment die gesamte Lava hier unten. Das wäre nicht so geil. Versteht da, wie ich meine? So, das heißt zum Beispiel, dass wir hier einfach mal temporär ganz viele Fackeln hinsetzen, denn so kann das Wasser da nicht rein. Hoffe ich zumindest. Ah nee, ich schon wieder, das Wasser kann die Dinger einfach wegschwimmen. Ha! Und das heißt, wir müssen einfach doch hier so ein kleines Ding hinbauen. So. Was das Wasser denn hier auffängt. Dann kann das Wasser nicht einfach so da reinfließen oder so. Keine Ahnung. Wir brauchen nochmal Lava, genau. Geronimo. Essen. Essen. Noch mehr Essen. Ganz viel Essen. Essen. Noch mehr Essen. Und weg. Haben wir noch ein Stack, ja, ne? Ja, oh, wir haben jetzt gerade 3 Stacks noch mitgenommen. Sehr gut. So viele, wie wir davon haben. Früher bei Minecraft 2, da war es meistens so, dass ich ganz viel Gammelfleisch hatte. Aber jetzt habe ich hier mehr Melonen als Gammelfleisch. Komm her, komm her. Danke. So. Jetzt sollte da hinten nichts mehr reinfließen, richtig? Ja, perfekt.
Cool. Funktioniert. Weg da, lass mich durch. Komm, fließ ab hier. Los, los. Oh mein Gott. Das dauert ja ewig hier. Stell dir mal vor, es wäre im echten Leben auch so schön einfach, dass wenn man irgendwo, weiß nicht, einen Wassereimer auskippt, aus Versehen, oder das ganze Wasser überall rumfließt, dass man einfach wieder mit dem Eimer an der Stelle, wo man ausgekippt hat, einmal ranschöpft und schon das gesamte Wasser wieder weg. Das wäre doch so genial. So, jetzt kommt noch mal eins hier drauf. Auch da hinten, das mache ich mal lieber zu. Heieiei. Oh, hier ist sogar eine Fackel weggeschwemmt worden. Lava, danke. Ja, ich könnte auch die beiden anderen Teiche da benutzen, die etwas weiter links sind, aber ich will erstmal den Weg nach unten möglichst frei bekommen. Das heißt, ich nutze natürlich auch erstmal die Lava, die da ist. So. Und weißt du was? Damit das Wasser hier nicht immer überall rumfließt, mache ich jetzt hier auch mal zu. Ach, egal. So, das müssen jetzt drei hoch sein, richtig? Eins, zwei, drei. Genau, das heißt, das nächste ist dann der Abschluss. Da brauche ich dann also auch wieder bloß zweimal. Also einmal da und einmal da. Dann bin ich hier. Genau, hier kommt in die Lava rein und das Wasser kommt dann einfach um drauf. Dann mache ich mal hier, damit ich an der Stelle das Wasser reinköpfen kann. Und mache hier noch einen Abschluss, damit das Wasser nicht überall rumfließt. Ach komm, so, Feierabend. Okay, das sollte ja dann perfekt passen, oder? So die Theorie, ach Mann. Liebes Wasser, mach dein Ding. Ab mit dir. Geronimo. Ich bin mal gespannt, ob wir das Ding echt entzündet bekommen. Ich meine, eigentlich wäre es noch cooler, um viermal Lava rauf zu machen. Damit es oben, weil den oberen Bogen sieht man komplett. Und es wäre eigentlich auch schon schön, wenn wir den Bogen komplett mit Obsidian haben, einfach weil es halt, wie gesagt, schön aussieht. Das heißt, ich muss da, bevor ich da jetzt irgendwie mit Lava rumspiele, hier am besten mal gucken, dass ich das vielleicht doch ein bisschen. Doch eher ein bisschen so mache hier. Und hier dann auch ein weiter raus. So, und dann kommst du da weg und stattdessen kommst du dahin. So, jetzt können wir hier nämlich viermal Lava reinklatschen. Eigentlich kann der ganze Land hier überall weg. Das Wasser wird da oben eh nicht mehr rüberkommen. So zumindest der Plan, die Theorie. Nein. Danke. Ah, Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. Warum gibt es für Lava keine Pipeline? So, der zweite kommt dahin. Ist natürlich auch irgendwo schade, dass man Lava nicht so einfach wie Wasser unendliches Lava quasi machen kann.
Ich meine, klar, jetzt wird natürlich wieder kommen, ja, man kann ja Lava im Echt noch nicht unendlich mal multiplizieren, aber hey, kann man Wasser auch nicht. Also, wo ist da schon die Begründung, dass man es bei Wasser in-game kann und bei Lava nicht? Also, ist halt. Und dass Lava nicht überall hinfließen soll, macht auch keinen Sinn, weil Lava fließt ja genauso wie Wasser. Wenn es irgendwo auf dem Berg ablässt, dann fließt ja auch den gesamten Berg runter. Also, das ist ja einem dann letztendlich auch egal. Es ist also nur, um mich zu ärgern. Keinen anderen Grund hat's. Keinen anderen Grund. So, ja. So, jetzt mache ich mal hier sicherheitshalber Stein hin, damit ich hier nicht reinfalle aus Versehen. Später denn. Okay. Was? Was gerade eine Spinne? Ah, ein Skelett. Ja, lol. Haha. Damit du schießt, musst du aber nochmal üben, du. So. Eigentlich hätte die Ding auch einfach mal mit Lava übergießen können. Drecksviech. Okay. So. Jetzt bin ich mal gespannt, ob das Ganze funktioniert. Okay. Fackel war immer noch zu ungeschützt. So. Wichtigsten Moment meines Lebens. Wobei, so komplett sehen tue ich es ja gar nicht durch die Treppe. Egal. Zumindest das, was wir sehen, sehen wir. Das heißt, das Ding hätten wir eigentlich nicht machen müssen, aber egal. Holen wir mal ein Feuerzeug und gucken mal, ob wir das Ding anbekommen. Sollte eigentlich funktionieren. Gell? Yeah. Nice. Gut, das heißt, wir können in der nächsten Folge dann mal in den Nether vorbeischauen und direkt sterben. Ja. Aber für die nächsten 16 Folgen, die dann irgendwann mal kommen werden, dann also schon mal wieder ein bisschen Programm. Die nächsten 16 Folgen sind dann die Nether-Folgen. Und da werde ich dann zur letzten Folge der 16. Folge dann, also zum Ende der 16. Folge, dann genau das Ender-Portal bauen, damit wir den nächsten Plot-Twist haben und den nächsten Cliffhanger. Dann werde ich genau an dieser Stelle dann wieder sagen, ja, bis zu den nächsten 16 Folgen, die dann wieder 3 Jahre später kommen. So macht man Content, ihr Bitches. Okay. Bis dann. Wie gesagt, nächstes Mal geht es erstmal wieder mit ETS oder ATS weiter.